hier. Du willst uns wirklich begleiten? Ja, wenn ihr bereit seid. Also, wenn dein Vater bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und ich glaube, es wird mir guttun, das Licht von Alvheim wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Also, von wem stammt dieser Plan? Oh, von Mimir natürlich. Ich habe nur gefragt, wie du mich gefunden hast, und er erklärte mir die geheimen Prophezeiungen in den Jötnar-Schreinen. Faszinierend. Dann listeten wir die Schreine auf, die wir gesehen hatten, und dein Vater erinnerte sich, dass er den Groa-Schrein vor dem Tempel des Lichts gefunden hatte. Und jetzt, da wir tatsächlich nach Alfheim können, wurde der logische nächste Schritt völlig klar. Der klügste Mensch der Welt folgt immer dem logischsten Weg. Sogar ohne Füße. Bitte verzeiht mir den Scherz. Ich mochte unsere Gespräche immer sehr, wisst ihr? Ja. Und es ist schön, dich wieder als freien Mann zu sehen. Und danke auch an dich, Brock. Diese Kleidung ist besser, als ich verdiene. Verdammt richtig. Nicht zu vergessen, was Brock beim Hausherrn eintauschen musste, um den Yggdrasil-Samen für euch zu kriegen. Beim Hausherrn? Er ist nicht der Hausherr. na gut. Sein. Er hat's getan. Tyr hat wirklich in meiner Besenkammer geschlafen. Ist das normal für euch große Götterwesen oder nur für die, die ein, zwei Leben lang eingesperrt sind? Mutterfunte. Hallo. Bin hinter dir. Wir treffen uns gleich beim Tor, Freunde. Dich mal ansehen? Ganz kurz, versprochen. Meine Güte, was für ein strammer Körper. Bestimmt in der Lage, die vielfältigsten Akte der Gewalt auszuüben. Was ist hier los? Das Eichhörnchen, das den Weltenbaum hütet. Dieser köstliche Duft, ist das... Verzeihung, bitte. Ah, ja. Bernsteinharz. Köstlich nussig mit einem Hauch von Tintenfisch. Nein. Kein Freund kulinarischer Experimente. Halt. Wenn du Ratatöskür bist, warum bist du so anders, wenn wir dich rufen? Lange Geschichte. Doch du hast recht. Ich bin wirklich Ratatösker. Was ihr als Ratatösker kennt, ist eine Spektralerscheinung. Und obendrein eine besonders fiese. Für mich ist er so weit von mir entfernt, dass er eine eigene Person ist. Apropos. Bitterkeit, möchtest du deine Freunde sehen? Verpiss dich, ich will nicht!
Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Aber egal. Ich habe jetzt den Bernstein für dich weggelutscht. Willst du den Samen zurück? Ein Samen? In der Tat. Ein Samen von Yggdrasil, genauer gesagt. Seit meine Zwergenpächter alles etwas umgestaltet haben, braucht man solche Samen, um neue Ziele an meinem Baum zu öffnen. Dein Baum, was? Ja, mein Baum. Hier, ich zeig's euch. Dafür hat der gute Meister Brock einen Alfheim-Samen gebraucht. Du hast eindeutig etwas Wichtiges zu tun. Welten voller Möglichkeiten. Pfade verzweigen sich wie Äste, das Yggdrasil. In Alfheim warten eine lange und schwierige Reise. Das Trainingsgelände von Niflheim birgt geheime Belohnungen. In Svartalfheim gibt es vielleicht noch unerledigte Angelegenheiten. Wähle den Bedacht. Der Samen, den du gefunden hast, öffnet ausgerechnet Niflheim. Diese Welt ist uralt und leicht klebrig. Dann machen wir Odins auch. Ah, da seid ihr ja. Ich wusste, ihr vergesst mich nicht. Meister Kratos, auf ein Wort bitte! Tyr, kennst du Ratatöskyr? Natürlich. Wir haben gerade geredet, als du weg warst. Von allen Eichhörnchen, die ich kenne, ist er das Charmanteste. Sprich. Solltest du einmal meine Dienste benötigen und ich gerade nicht da sein, habe ich dieses praktische Windspiel angebracht. Wirf einfach deine Axt darauf, um mich zu rufen, und ich eile sofort herbei. Möchtest du es mal ausprobieren? Ein großartiger Wurf, Meister Kratos. Wahrlich ein erfahrener Könner. Also gut, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Was gibt es noch? Ich habe eine Frage. Vorzüglich! Ich biete den Wissbegierigen gerne meine Führung an. Hinter dem Vorsprung, bei dem Tor dort, habe ich diese Drachen bemerkt. Drachen? Oh nein, junger Meister Atreus, das sind Lindwürmer. Der Nachwuchs Nidaugers. Nidauger? Das ist die Mutter? Richtig. Sie ist außerdem gewissermaßen ein wichtiger Teil des Lebenszyklus von Yggdrasil. Ich kümmere mich hier oben um die Äste. Und Nidauger frisst von unten die Wurzeln, damit nichts wuchert. Eine feine Balance. Sind sie freundlich? Nicht ansatzweise so umgänglich wie ich, aber es gibt keinen Grund, Feindseligkeiten zu erwarten, solange man sie in Frieden lässt. Nidauger ist eine strenge Matriarchin. Sie beschützt ihren Nachwuchs und ist ebenso entschlossen, sie ordentlich zu disziplinieren. Das klingt... vertraut. Tja, dann mal viel Glück. Scheiße. Wildweise mit Bedacht, ja. Warum haben wir jetzt wieder einen Samen? Ja, die anderen sind nicht verfügbar.
Vielleicht kannst du mir unterwegs mehr von deiner letzten Reise ins Land der Alben erzählen. Natürlich. Alvain war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zum Licht. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Die Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es und die Lichtalben kehrten zurück. Alfheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich? Alvain. Es ist so lange her. Ich weiß nicht, wo der Tempel von hier aus ist, aber dort ist Groß Schrein. Zerstörte Geschichte. Ja. Nicht gerade einfach zu beheben. Zerstörte Geschichte. Schmiererei im Territorium Dunkelalben. Neben der Statue ihrer Ahnen, den Alben vor der Trennung von Licht und Dunkel. Die Botschaft ist, ja, was genau? Und für wen? Entweder haben sie Alben die Statue gesehen und sie ignoriert, oder sind so beschäftigt mit der Beherrschung des Lichts. Hast du gerade was gesehen? So. Eine Welche, die wir vorhin gemacht haben. Muss während des Kampfes passieren. Nicht schlecht.
Alben führen also ihren Krieg fort. Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Oh Mann, Fimbul Winter hat Alfheim erwischt. Nein, diese Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbul Winter. Die lebende Wüste. Die lebende Wüste, das Juwel von Alpha, ist unser heiligstes und fruchtbarste Wüste. Die eine beispiellose Vielfalt an Leben beherbergt. Von den majestätischen Hafkufa, die ihrem wohlklingenden Lied der Sander über die verschiedenen Schildkröten und Echsen des Jurta bis hin zu den großen Herden von Gazellen auf Steinböcken, die durch die Wanderdünen ziehen. Allen Kreaturen der Wüste wird durch die Gnade des Lichts Leben geschenkt. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Erhabenheit zu genießen und reflektiere. Sorge für deine Welt. Automatisch hoch und runter zu springen, etc. Andererseits vielleicht nicht ganz gut. Moment! Da draußen ist etwas. Etwas Großes. Es leidet. Alle. Was hörst du? Scheint eine Art Tier zu sein. Aber wie überlebt das in diesem Sturm? Unter der Wüste gibt es viele Höhlen. Sie sind nicht übermäßig bequem, aber den Dunkelalben bleibt kaum eine Wahl. Vielleicht erreichen wir die Schale von oben. Da, der Tempel des Lichts. Groas Schrein ist ganz oben. Gutes Auge. Bifröst-Augen. Ostmann. Ist alles in Ordnung? Ja, alter Freund, wir plündern bloß noch. Komm gleich nach. Mein Vater mag sowas. Ah. Oh, Happy. Nun gut. Das Lustige ist, ist er gar nicht. Trotzdem wird's verbessert. Hm.
Freyr wollte nie zurück nach Alfheim, oder Mimir? Ach nein, ich dachte, das Schicksal seiner eigenen Welt hatte Vorrang. Halt, Freyrs Bruder? Ja. Der Etappenziel ist 12. Da vorne ist eine Barrikade. Was für Steine? Dämmerstein. Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch, nicht? Manchmal bindet sich das Licht von Alfheim an einen Stein und kristallisiert. Es wächst wie Moos an einem Baumstumpf. Wahrlich ein Wunder der neuen Welten. Oh. Ich wusste nicht, dass das geht. Oh, äußerst schlau. Explodiert gleich! Davon explodieren die Scheißdinge. Mimir, verstehst du diese Gedichte? Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. Jenseits zurückgelassen. Ein brillantes Werk Kavasias, welches, wenn er missverstanden wird, das Unwissen des Lehrers dieses beweist. Block Heil, Teer Schwarz. Handabdruck, Baby weinend, Schauergestank, Schauergestank, Tod, Strand, ich, Bombe, Pisser. Das Drücken von RB wird die Ziele verfolgt und zwischen ihnen hin und her springen. Okay. Ist eigentlich ganz cool, da macht Platz. Freyrs Bruder, was ist seine Rolle? Vor langer Zeit reiste Freyr von den Bahnen nach Alfheim, einem einst wunderschönen, doch jetzt vom Krieg zerstörten Land. Mit Hilfe seiner göttlichen Kräfte wollte er den alten Glanz der Wüste wiederherstellen. Dank ihm kam es unter den Alben zu einem dürftigen Frieden. Gaulvar!
Ein Friede, der zerbrach, sobald er wieder verschwand. Wollte ich gerade sagen. Hört ihr das? Oh nein. Mach mich wieder auf einen Blauen hinbekommen. Das reicht, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Wir wollen euch nichts tun. Wir haben keine Wahl. Wow, ist eine Bombe? Wir haben das Licht befreit. Binden! Warum bekämpft ihr uns? Wir haben euch geholfen. Atreus, pass auf! Oh, ich hasse Alphen. Vorsicht! Gut gemacht! Wie furchtbar. Die sind schuld. Drinnen wird es nicht anders sein. Gibt es keinen anderen Weg? Sie lassen uns kaum eine andere Wahl. Wie dein Vater schon sagte, ich bin wohl einfach naiv. Nein. Bloß ein Optimist, alter Freund. Schlecht.
ist kaputt machen. Ein Tribut an Freyr von den Alben. Er hat ihn wohl zurückgelassen, als er nach Vanaheim eilte. Was ist das? Ein Zauber, der Albträume vertreibt. Das ist auf jeden Fall Nachtmeer absorbieren. Das Prinzip dieser Magie stammt nicht von hier, sondern ist eine Theorie, die Tür von den westlichen Ländern übernahm. Die Prämisse ist simpel. Nachtmeere suchen uns in der Dunkelheit auf, um uns in die Köpfe zu kriechen und von innen heraus zu verderben. Objekte wie diese sollen die Nachtmeere ablenken und in die Falle locken, sodass sie sich in jeden des Traumfängers verheddern, bis die Sonne die arglistigen Mistviecher verbrennt. In diesem Fall Freyrs. Wie wir die Alben kennen, gibt es hier bestimmt noch mehr Tribut. Machen müsste hier irgendwas rauskommen. Sind sie uns dann aber auch freundlich gesehen? Das geht einfach mal. Ziemlich hoch. Letztes Mal kamen wir oben rein. Da haben wir das alles nicht gesehen. Dieses Tor ist älter. Es sollte die Alben enger zusammenbringen. Doch anscheinend ist es nun schon länger versiegelt. Wie kommen wir rein? Über dieses Rad, ich zeig's dir. Ich brauche eine Idee, wie wir da hinten hinkommen. Ich gehe zuerst. Atreus, gib Bescheid, wenn ich auf der Hälfte bin. Was passiert da gerade?
Dieses Siegel symbolisiert den Frieden in dieser Welt zu Freyas Zeiten. Licht und Dunkel, gemeinsam in Harmonie. Wie sieht's aus, Atreus? Gut, schätze ich. Vater, jetzt du. Zu Alfheims Unglück konnte Freya die Heirat seiner Schwester mit Odin nicht hinnehmen. Er kehrte nach Vanaheim zurück und überließ diese Welt dem Schicksal. Allerdings setzten die Asen ihn auch einmal in Brand. Das Tor sollte jetzt offen sein. Ist es im Gleichgewicht? Ja, aber nicht die Welt. Nicht mehr. Vater, zieh in die andere Richtung. Ja, ja, und hier, immer weiter nach vorne. Gut gemacht, Atreus. Gehen wir? Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. Ich erinnere mich, glaube ich. War eklig. Festes Licht. Manches ändert sich wohl nie. Über der Tür ist ein Lichtkristall. Seltsam, sonst klappt das. Vielleicht ist mehr Wumms nötig. Kratos, wirf deine Axt gegen den Dämmerstein. Ja, der Stein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. Wo bleibt denn da die Überraschung? Schnell. Wow, das Licht. So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Ja, liegt das am Fimbulwetter? Natürlich. Er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee. Ja, nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alben sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht. Und so entstanden die Lichtalben. So ein Blitz von der Kamera, ey.
lustig, wenn man da... Ja, nun eigentlich. Bestand ein Reservus nicht. Vielleicht ein anderer Winkel? Ach, Pappnase. Ach, Scheiße. Hä? Wenn man es so macht, ist egal. Einmal. Sehr schön. Auch wenn sich unsere lieben Lichtalben nicht gerade freuen werden. Aber lieb war sarkastisch, ne? Apropos Lichtalben. Lasst müsste. Ist aber bedenken, dass wir schon am Tag nicht gepinnt haben. Apropos Lichtalben. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Lasst die beiden lieber ihr Ding. Hinter dir, Vater! Wie deine Lichtbombe! Achtung! Stolz und so. Arme See. Seltsam. Ja. Ich kam auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, wie wir rüberkommen. Endlich. Folgt mir, Freunde. Gut für uns. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schreiner wartet uns. Ja, rechts geht gegen die links. Vatos, wo gehst du hin? Manchmal. Ach, neugierige Seele. Fahr fort.
denke mal, da liegt was. Der Tempel sieht anders aus als früher. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit Alfheims Licht. Wie es aussieht, auch sich selbst. Sie wirken wirklich gefährlicher als letztes Mal. Das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlicher, je höher wir gehen. Toll. Zum Schrein geht es da lang, Kratos. Ja, weiß er. Wir sind gern... Ach so. Na, dann nur zu. Noch ein Scheusal! Links! Irgendwas Interessantes da lang? Jetzt noch, wo lang geht's weiter? Oh Gott. Gottes alten Lebens nicht mehr benötigt. Ich freue mich. Vergeltung. Ein kraftvoller Stich, der eine Feuerbombe hinterlässt, die nach kurzer Verzögerung detoniert. Gehen wir weiter. Mit dem Spitz.
Ich fahre keine einzige Position mehr den Strahler durch. Idee. An der Wand reinschmeißen. Dann rausholen. Nicht dann eine vom Kopf. Jetzt hier da. Ja. Nee. Ja. Alter, die Schweine. Was haben die absichtlich gemacht? Diese Alben errichten durch das Licht Tore und flößen sich Kraft ein. Was wollen die Dunkelalben damit? Es zur Quelle zurückbringen. Ihnen sind die natürlichen Vorkommen Alfheims heilig. Vor allem das Licht selbst. Ja, der Triumph der Lichtalben hatte einen furchtbaren Preis. Nach der Erschaffung dieses Tempels verdorrte Alfheims einst lebendige Wüste zu einem sturmgeplagten Ödland. Gibt es mehr Dämmerstein? Schalterding.
baust dir eine ziemliche Gedichtsammlung auf. Das überrascht dich. Mein Volk ist berühmt für seine Kultur. Worin quasi ja den Lesern Werkzeuge an die Hand gibt, mit denen sie selbst Geschichten schreiben können. Visionen nach der Ruhe warten auf ihr Entdecken, von Wichteln erschaffen und voller Musik, Spaß oder Schrecken in diesen Welten der Vorstellungskraft, kein Schöpfergeist, kein Ende nie. Und die Möglichkeiten sind nur begrenzt von der eigenen Fantasie. Okay. Keine Überraschung. Respekt. Da sind noch mehr Lichtalben. Vielleicht ist das keine gute Idee. Jetzt gibt's wieder eine Packung. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Hier. Zurück. Alles fies. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Hier. Zurück. Vater, Vorsicht, die Kugel! Die Dunkelalben wollen die Seelen im Licht bewahren. Die Lichtalben wollen sie weiter nutzen. So kann man es zusammenfassen, ja.
Aber welche Seite hat recht? Das lässt sich selten sagen. Und es steht uns nicht zu. Das können nur die Alten. Das habe ich beim letzten Mal bereits gesagt. Na dann. Lass noch eine Tour. Wie kommen wir da ran? Gar nicht. Gehen wir weiter. Entscheide es nicht du. Da ist noch eine Truhe. Hat der gesagt, da ist noch eine Truhe. Echt viele Lichttore erschaffen. Befestigung. Ja, die Dunkelalben dürfen nicht wieder herrschen. Wie wär's denn festhalten? Der Winkel ist richtig. Ja, sieht gut aus. Jetzt weiter nach oben, ja?
interessant aus. Da geht es nicht hoch zum Schrein. Wissen wir. Wir wollen zu der Truhe. Ah, verstehe. Verzeiht meine Ungeduld. Oh, knifflig. Guter Einsatz deiner Axt, Kratos. Zum Glück haben wir nachgeschaut. Heft von Gramm. Gewährt einen Rage und betäubt Gegner in der Nähe. Durch Verbesserungen wird der Rage-Wachs erhöht. Das einst als Drachenfluch bezeichnete Gramm ist zwar nicht mehr, was es einst war. Bei einem endgültigen Ende wird es jedoch trotzdem noch viele Gegner zu Fall bringen. Alles Mana haben wir gar nicht eingesetzt. Wa? Wird für kurze Zeit ein Nahkampfbonus. So. Ist teuer, Alter. Ist teuer. Zurück zur Sache. Was könnte man dahinter? Also, welches ist dein Lieblingsgedicht von Quasien? Warum sollte ich eins auswählen? Meister in den Mauern. Eine Geschichte über die Macht der bildenden Kunst von Asia, Alter. Ein sanfter Junge mit seinem Pinsel in diesen Mauern Freundschaft erfuhr
Meine Kreationen, verspielte Geister, die jedermann freut, brachten nur. Voll Farben und Lachen ist jetzt die Stadt, die da, die einst mal nicht war, als, ich kann kaum gucken, die einstmals nichts war als Triss. Der Junge als Held gefeiert, obwohl er doch nur einmal als. Seine Mission, sein Zuhause retten, bedroht von Meer und Ruinen. Seine Waffen, die Vorstellungskraft, Blautöne, Rot, Lila, Gelb. Nee. Oh, bitte. Wir machen mal eine Pause. Bitte speichern, erst speichern. Noch circa eine halbe Stunde wieder. Nicht erst noch eine rauchen. Schmeiß ich 400 € drauf und die holst du vom Automaten ab, oder?